Daten in einer Cloud speichern, dass sie auf mehreren Geräten verfügbar sind, man sie bearbeiten, einsehen oder teilen kann. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Mein Name ist Chris und ich stelle dir heute Amazon 3 vor. Cloud-Anbieter gibt es ja viele, aber du hast bestimmt Amazon und Prime. Und jetzt, warum nicht die Cloud von Amazon nutzen? Ich muss dazu sagen, dass die Amazon Photo und Amazon Drive Cloud sehr ähnlich sind. Hier bei der Amazon Drive, da kannst du halt auch noch andere Dateien, zum Beispiel Textverarbeitung, Excel, PDF und so weiter, alles draufladen auf die Cloud. Es stehen dir hier auch die 5 GB kostenlose Speicher zur Verfügung. Natürlich kannst du dann auch für wenig Geld deinen Speicher erweitern. Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Ich zeige es dir hier mit meinem iPad und Galaxy S8 Smartphone. Wie gewohnt können leichte Abweichungen sein, beziehungsweise die Oberfläche von der Cloud, von der Amazon Drive App oder Programm mit einem anderen Gerät benutzt. Auch gibt es mehrere Wege, an das gleiche Ziel zu kommen. Also als erstes, wie gewohnt, die App runterladen. Dann meldest du dich mit deinem Amazon-Account Daten an. Und jetzt siehst du schon die Oberfläche von Drive. Wie du siehst, es ist nichts Spektakuläres, ganz schlicht gehalten und gehalten mit den verschiedenen Ordnern Alexa, Inhalt, Bilder, Dokumente und Videos. Du kannst hier Ordner dazufügen oder Unterordner erstellen, alles ist möglich. Oben rechts siehst du dann noch 3 Symbole. Das erste, da kannst du die Ansicht ändern von den Listen auf Symbole, auf der Lupe, da kannst du eine Datei suchen. Ja, und auf den 3 Punkten, da kannst du Daten hinzufügen, Ordner erstellen, auswählen und so weiter. Als erstes musst du eine Datei hinzufügen, also Datei hinzufügen. Dann, wenn du kein Foto hinzufügen willst, durchsuchen drücken und dann Datei auswählen. Ja, und dann das Übliche halt. Ordner auswählen, wo du die Datei haben willst und bestätigen. Ja, und so kann ich jetzt auf meinem Smartphone die gleiche Datei aufmachen bzw. bearbeiten. Dazu muss ich die App natürlich auch runterladen und installieren. Das habe ich schon gemacht, also tue ich sie jetzt öffnen. Und siehe da, es sind die gleichen Ordner wie auf meinem iPad. Und so kannst du das mit unterschiedlichen Dateien machen. Du musst nur darauf achten, dass sie auf allen Geräten kompatibel sind, beziehungsweise wenn du sie weiter bearbeiten willst, dass das Programm dafür dann auch auf dem jeweiligen Gerät vorhanden ist. Falls du Fragen zu dem Video hast, schreib sie mir bitte in den Kommentar. Ich antworte dir gerne darauf bzw. mache dann ein Video dazu. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Pass auf dich auf, schau mal wieder vorbei. Tschüss, ade und ciao, ciao.